Komm schon, komm schon, komm schon. Geh ran. Mom, wo steckst du nur? Es ist fast 11 Uhr. Wieso bist du noch nicht zu Hause? Ich rufe dich schon das fünfte Mal an. Ich weiß nicht, was ich wegen diesem Biss machen soll. Soll ich ins Krankenhaus fahren oder was? Ich... Bitte. Ruf mich endlich zurück. Kannst du mal in die Kamera lächeln? Oh, sieht aus, als ob dir was wehtut. Wirklich? Ach, egal. Entspann dich, mach dich locker. Sei einfach du selbst. Warte, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Sag ihm, wer du bist. Aber vergiss nicht, die Welt sieht zu, also verkack's nicht. Wer ich bin, also gut. Wer ich bin. Wer bin ich? Lass das philosophieren, Zack. Ich weiß, wer ich bin und das ist scheiße. Und wenn du zu lange redest, wechseln die zu irgendwelchen Katzenvideos. Hey, Leute. Hallo. Wie geht's euch? Willkommen in unserer Stadt, Provinzkaff, Missouri. Sie heißt nicht Provinzkaff. Aber Sie müssen uns gemeint haben, als Ihnen das Wort Provinzkaff eingefallen ist. Es liegen 100 Kilometer Wald zwischen uns und dem nächsten Dreckskaff da irgendwo. Die Art von Stadt, in der niemand nachts seine Türen abschließt. Ja, wir sind ganz offiziell zu langweilig für Verbrecher. So. Ich bin Randy Foster. Und ich bin Zack Henderson. Gut, also das läuft jetzt so ab. Wir filmen alles völlig unbemerkt mit diesen abgefahrenen kleinen Bluetooth-Kameras, die krass lichtempfindliche Linsen haben. Und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die über unseren Link kauft. Wir brauchen Geld, um hier wegzukommen. Ja. Kommen wir wieder zur Sache. Wir schneiden alles hier auf 6 echt krassem Rig. Schlag ein, Alter. Und dann kommen ein paar meiner Knallereffekte oben drauf und boom, ist es im Wild Wild Web. Denn hiermit zeigen wir euch, wie es hier in Malton abgeht. Das ist der Captain der Highschool-Football-Mannschaft. Der Sheriff lässt ihn einfach so Bier kaufen. Na, läuft hier alles? Ja, danke. Alles wunderbar. Ja. Oh, was man hier so machen kann? Man kann aufwachen, essen, schlafen gehen. Das ist ziemlich aufregend. Tja, also, das ist Malton und all unsere 2,5 Straßen. Und hier sind auch schon unsere durchgeknallten Darsteller. Hey, Jungs! Hey. Hey, Pastor Greg. Hey, wir planen eine Aufführung von Jesus Christ Superstar hier in der Kirche. Oh, hört sich toll an. Wollt ihr vielleicht für eine Rolle vorsprechen? Ich bin leider... Es werden Mädchen da sein. Vielleicht. Ja, vielleicht. Dann sehen wir uns also. Okay. Okay. Alles klar. Auf keinen Fall. Eben nicht, nein. Genau. Ich wette, dass ihr euch fragt, wieso zeigen die uns dieses potthässliche, langweilige Gebäude? Na, ganz einfach. Weil dieses Gebäude das Beste ist, was Malton je passiert ist. Highspeed-Internet, damit wir nicht vom Rest des Planeten abgeschnitten sind. Und damit ihr Menschen wie uns sehen könnt. Denn wir sind der Hammer. Alter, sieh doch. Wir haben endlich Frühling. Miss Bissett hat ihre kurzen Shorts an. Oh, hey Zack, hey Randy. Hey Miss Bissett. Kommt doch mal kurz her. Habt ihr Jungs die gesehen? Diese kleinen Käfer waren einfach überall. Was sind das für Viecher? Keine Ahnung. Sie sind letzte Woche plötzlich aufgetaucht. Lass mich los! Wir sehen uns dann später. Lass mich los! Hey, Miss Peterson! Und das ist unsere stadteigene Hippie-Indie-Buchladenbesitzerin. Kaum wirft sie ein Kind, wird sie zur Helikoptermutti.
Versteht ihr? Genau darum geht es bei unserer Show. Wir zeigen euch die Bewohner von Malton, wie sie wirklich sind. Das war ziemlich gut. Ja? Ja, das klang echt schlau. Okay. Alter. Hab ich doch gehört. Ja, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ich schreib dir. Bis gleich. Hey. Hey, Zack. Hey. Wartet, was wird das? Filmt ihr die Leute etwa heimlich? Nein. Nein, das ist für unsere Webshow. Oh, eine Webshow. Wir zeigen kurze Clips über die Menschen. Ja, aber es ist mehr als das. Mhm. Wir wollen der Welt zeigen, wie das echte Kleinstadtleben aussieht. Vielleicht macht ihr daraus eine Reality-Show, verdient Unmengen Geld und datet nur noch Models. Hallo, Leute. Na, hi. Ja. Wie geht's dir? Joey, hey, komm her. Hey, Zack. Hey, Joey. Wie hat Kayla gespielt, Zack? Wie ein Rockstar. Gut. Wenn sie erstmal an die Northwestern geht, kann sie vielleicht die Familientradition fortsetzen. Hast du schon entschieden, wo du hingehst, Zack? Nicht wirklich. Wahrscheinlich betreibe ich einfach meinen Computerreparaturshop weiter. Von zu Hause aus. Das ist ja nett. Ich bin mir sicher, dass du damit deine Eltern bestimmt sehr glücklich machst. Na schön, das Ganze wird gerade erschreckend langweilig. Und Zack sucht Dramatisches für seine Show. Show? Ja, er hat eine neue Show. Hey! Oh. Sieh einer an. Glaubt ihr wirklich, mein Vater wäre normal? Er hat heimlich noch 5 weitere Frauen. 5? Ich komme ja kaum mit einer klar. Hey, kein Was Blödsinn. Denn? Los, gehen wir. Jetzt bekomme ich Ärger. So. Macht's gut, Jungs. Wir sehen uns, Jungs. Alter, frag sie endlich nach einem Date. Das kann ich nicht. Wir beide kennen uns seit der 4. Klasse. Das wäre merkwürdig, oder? Nein, seit damals willst du dir eins nicht eingestehen. Alter, sie ist nicht sowas wie ein Kumpel. Ich bin Kumpel, kapiert? Und ich sehe in Shorts nicht annähernd so gut aus. Hey, ganz ehrlich. Sei ein richtiger Mann und frag sie. Das ist deine letzte Chance. In 3 Monaten ist sie weg. Wir machen das gemeinsam. Bereit? Okay. Gut, dann öffne erstmal deinen Browser. Hab ich. Und dann tippst du Folgendes als Adresse oben ein. 192. 192. Punkt 168 und dann Punkt 0 und zuletzt Punkt 1. Okay. Enter. Oh. Wie wär's, wenn wir 2 den Lindsay Trail diesen Sommer laufen würden? Klar, den Lindsay Trail. Ja. Ja, Randy wäre ganz bestimmt total begeistert. Oh. Ständig beißen einen die Zecken und vergisst den Giftefeu nicht. Randy. Ist genau sein Ding. Oh, da wir gerade von giftigen Insekten sprechen und Zecken und Pflanzen und so. Sieh dir mal an, wo ich hingehe. Peru? Ja, ist ein Geschenk von meiner Mom und meinem Dad. Ich fahre 2 Wochen nach dem Schulabschluss los. Da gibt es echt einen Dschungel. Unglaublich, oder? Das ist abgefahren, Kayla. Das wird der Wahnsinn. Dank dir. Oh mein Gott! Du kleiner Spinner. Hey, Zack. Was geht ab, kleiner Mann? Warte, was bist du eigentlich? Etwa ein Monster? Ich bin kein Monster, ich bin ein Mutant. Verstehe. Mhm. Er ist ein Mutant. Oh, jetzt sehe ich es. Hab verstanden. Wie, du schließt dich nochmal an. Okay, nein, okay. Nein. Ich bin stärker als du. Leg dich also nicht mit mir an, Kumpel. Okay, sonst okay. Zeig ich's dir. Vergiss deine Maske nicht. Die hole ich schon noch. In den Semesterferien sehen wir uns. Gleich kommt's. Gott, hör dich mal an. Was denn? Ich muss mir den Scheiß nicht länger bieten Was lassen. Was hast du denn? Ich verschwinde. Nein. Oh nein. Oh Gott. Eine Bilderbuchfamilie.
Ich habe Helen heute gesehen. Sie hat jemanden im Internet kennengelernt, aber ich befürchte, dass daraus nichts wird. Er lebt in Florida und das ist so weit weg. Kann man ja nicht verübeln. Hier ist ja nicht mehr viel übrig. Wie geht es eigentlich Kayla, Zack? Was für eine subtile Überleitung, Mom. Ja, wie geht's ihr, Zack? Sie ist ein nettes Mädchen. Ich meine ja nur, sie ist ein nettes Mädchen. Ich weiß, dass sie ein nettes Mädchen ist. Du bleibst zum Abendessen, oder, Randy? Ja, klar. Ich glaube einfach nicht, dass du uns filmst. Wir sind so langweilig. Nein, ihr seid das Normalste in dieser vollkommen verrückten Stadt. Vielen Dank, Randy. Sag mal, wo werden diese kleinen Kameras hergestellt, Randy? Oh, genau. Da, wo auch mein Job hingewandert ist. Sehr geil. Volltreffer. Acapulco. Ich könnte Barkeeper werden. Letzte Woche war es noch Monaco. Aber ich liebe mexikanisches Essen. Und wir könnten uns die Dos Amigos nennen. Oh Gott. Aber ich kann nicht weg. Da müsste sich meine Mama allein um meinen Dad kümmern. Alter, ich liebe deine Eltern. Die sind der Hammer. Aber leb endlich dein eigenes Leben, Mann. Außerdem... Was zur Hölle ist das? Miss Bissett? Miss Bissett? Hallo? Miss Bissett? Oh, Scheiße! Hey, ich rufe die Polizei an. Sheriffbüro? Hi, wir sind gerade in Miss Bissetts Haus. Hier stimmt was nicht. Gut. Was ist passiert? Etwas hat mich gebissen. Etwas hat mich gebissen. Können wir sie allein lassen? Alter, was hast du vor? Wir müssen es finden. Was?
Wieso? Es könnte Tollwut haben. Beeil dich! Wo ist es hin? Da vorne! Los, schnapp sie! Ich versuch's ja! Los, versteck dich! Was zur Hölle ist das? Sieht aus wie eine Ratte. Ihr Arschlöcher! Scheiße. Hey, lass ihn ruhen. Du hältst den Mund. Ich hab mir nur ein paar Bier gekauft. Musstet ihr das online stellen? Hör mal, wir müssen was erledigen, also gehen wir. Warte, mein Dad hat mir meine Xbox weggenommen. Deine Xbox ist weg! Na gut, beruhigen wir uns mal. In Ordnung? Was läuft hier? Ach, ich hab nur Spaß gemacht. Du weißt doch bestimmt noch, wie es im Team war, Josh. Ja, als ich noch im Team war, musste jeder mal einstecken. So viel ist sicher. Los, komm schon, gehen wir. Ja. Komm schon. Verschwindet. Klar. Danke. Tja. Eure Videos sind vielleicht witzig, aber niemand wird gerne vorgeführt. Hör mal, wir haben da was, das wir dir zeigen müssen. Mir leid. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Was ist das? Es hat Miss Bissett gebissen. Gut. Und wieso ist sie dann nicht selbst zu uns gekommen? Hm? Was? Hör mal, Pastor Greg fährt herum und lässt Ratten auf die Menschen los. Noch Fragen? Okay. Wisst ihr was? Ihr haltet mich aus eurer bescheuerten Webserie raus. Verstanden? Wenn ihr so eine Hollywood-Arschlöcher werden wollt, die mit Photoshops und Unsinn faken. Von mir aus. Aber haltet mich da raus. Und noch was, Pastor Greg werdet ihr da auch raushalten. Er ist ein guter Mann. Ohne ihn hätten sie mich ins Jugendgefängnis geworfen. Alles klar? Ja, alles klar. Wie konnte Josh uns nicht glauben? Weil es total abgedreht ist. Wir behaupten, Pastor Greg lässt Ratten auf die Menschen los. Ja, aber das Video ist verrückt. Ich meine, warum macht Pastor Greg das? Weiß ich nicht. Fragen wir ihn. Was zum Teufel ist das? Komm schon.
Pastor Greg? Kann ich euch irgendwie helfen? Und? Das sind Sie. Nein, das glaube ich nicht. Doch, wir haben Sie gesehen. Hören Sie, Pastor Greg. Wir wollen Ihnen auf gar keinen Fall Ärger machen. Nein, ihr Jungs werdet mir auch keinen Ärger machen. Deine Mutter ist eine Schlampe. Und dein Vater ist ein Junkie. Scheiße, was für ein Mensch sagt denn bitte solche Sachen? Kein Grund, die Stimme zu erheben. Gibt es hier ein Problem? Nein, wir gehen schon. Was zur Hölle war das denn? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir sollten das auf unserem Channel posten. Ich meine, Josh hat uns nicht geglaubt. Vielleicht tut es jemand anders. Scheiße. Kein Empfang. Und du? Ich auch nicht. Also, eine Frage. Haben Sie vielleicht gestern Nacht Pastor Greg hier in der Nähe Ihres Hauses gesehen? Wieso? Okay, wir glauben, er hat das Ding auf Sie losgelassen, das Sie gebissen hat. Ja. Oh, ich wurde nicht gebissen. Seht ihr eine Bisswunde? Tut mir leid, ich hätte schwören können, dass sie dort in ihrem Kleiderschrank saß. Nein, wir haben ein Video, in dem man sieht, wie sie schreien. Ja, und? Was war das? Du kannst gern mit mir in mein Schlafzimmer gehen. Ihr beide, wenn ihr wollt. Ach du Scheiße. Alter, was zur Hölle war das gerade? Warte, Moment mal. Da drin läuft irgendwas Merkwürdiges. Was du nicht sagst. Erst Pastor Greg, jetzt sie. Aber ganz ehrlich, bei wem heilen Wunden so schnell? Was hast du vor? Was soll das werden? Wir sehen uns nur mal um. Was siehst du? Da liegt irgendein Kerl. Was? Shh. Er ist ans Bett gefesselt. Lauf! Ihr zwei hättet nicht durch ihr Fenster gucken dürfen. Das geht uns nichts an. Das ist doch nicht wichtig. Sie benimmt sich seltsam, Mom. Sieh doch hin. Genau, aber nicht nur sie. Pastor Greg war der totale Freak. Die haben da in der Kirche gesessen und sich alle merkwürdig verhalten. Ja, vielleicht ist es eine Massenhysterie oder sowas. Vielleicht ist was in der Luft. Hört mal, ich weiß, diese Stadt ist unglaublich öde. Und ihr könnt es nicht erwarten, wegzukommen. Darum geht es aber überhaupt nicht. Aber ihr macht es euch keineswegs einfacher, wenn ihr anfangt, euch Dinge auszudenken. Es ist nun mal so, wie es ist. Also entweder dreht die ganze Stadt durch oder wir.
Sieh mal. Ist das? Ja, Dylan. Das ist seine Tätowierung. Aber wie kann es denn zwei von ihm geben? Es geht um meinen Dad. Er benimmt sich völlig seltsam. Ich weiß nicht. Vor ein paar Tagen war noch alles in Ordnung, aber jetzt wirkt er so, als wäre er vollkommen emotionslos. Es ist so, als tut er nur so, als wäre er mein Dad. Ja, ich weiß, das klingt verrückt, aber er wirkt so, als wäre er ein anderer. Versteht ihr? Er hat dasselbe Gesicht und dieselbe Stimme. Aber er ist... innerlich nicht derselbe, richtig? Glaubt, ich drehe langsam durch. Nein. Wir haben überall in der Stadt dasselbe gesehen. Ja. Es benehmen sich auf einmal unglaublich viele Leute anders. Was ist mit deiner Mom? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Wir sollten zur Polizei gehen. Wir haben mit Josh geredet. Er war nicht gerade begeistert. Wieso nicht? Unsere Glaubwürdigkeit ist nicht so toll, seitdem unsere Webshow im Netz ist. Niemand glaubt uns beiden noch. Okay, aber werdet ihr zwei mich begleiten? Helft ihr mir, meinen Arm zu finden und Joey rauszuholen und... ihr könnt alles aufnehmen, denn ihr habt ja eure Kameras. Dann glauben bestimmt alle, dass es wahr ist. Ja. Das ist wirklich eine gute Idee. Dann steh auf. Wir befestigen diese Kamera an dir. Guten Abend. Hi. Hey, Mrs. Fritz. Eine schöne Nacht. Dad? Was machst du denn da? Es ist alles in Ordnung, Kayla. Kayla, könnte ich mal kurz bei euch auf Toilette? Ja, na klar. Benutz einfach die obere, okay? Gut, mach ich.
Shepard? Shepard? Meine Mom lässt grüßen. Es geht ihr gut. Wo ist Zack? Ach, er ist wahrscheinlich nur... Er kommt sicher gleich wieder runter. Mrs. Shepard? Macht mir Angst. Was machst du denn hier oben? Ich dachte, Mami wäre hier. Sie hat diese Leberkrankheit. Wo ist Zack? Er kommt bestimmt gleich wieder runter. Er sollte bei uns sein. Also, ich meine, er ist ja nur ganz kurz mal auf die Toilette. Er braucht sicher nicht mehr lange. Dann ist er wieder da. Er ist wahrscheinlich... Er ist nur mal auf das Toilette. Das ist kein Grund. Er ist nur kurz auf Toilette. Er ist auf der Toilette. Hey, Zack, bist du reingefallen? Joey, geh in dein Zimmer und versteck dich. Okay. Ich geh nach unten. Warum dauert das so lange, Zack? Einen Moment noch! Nur eine Sekunde! Bist du hier drin? Tut mir wirklich leid, das war das erste Badezimmer, das ich gesehen habe. Und jetzt müssen wir los. Entschuldigen Sie bitte. Wir müssen weitergehen. Was ist da drin passiert?
Was ist passiert? Was ist passiert? Das willst Würdest du nicht mir bitte sehen. In die Augen das sehen? Das willst du nicht sehen. Los, gib mir dein Handy. Kayla, es tut mir so leid. Sie bringen jetzt Menschen um? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, Joey ist doch da drin. Wir müssen zurück und ihn da rausholen. Das werden sofort. Wir. Sofort. Wie denn? Pastor Greg und der Sheriff stecken da mit drin? Oh mein Gott. Und ihr schwört, dass das Video echt ist. Denn falls ihr mich verarscht... Es ist echt. Da oben ist nichts, was verdächtig wäre. Dann hat er ihre Leiche weggebracht. Du hast es gesehen, du hast es auf dem Video gesehen. Warum hast du sie getötet? Beruhigt euch. Also, ich fürchte, ich brauche eine Erklärung für das, was auf dem Video war. Gibt es ein Problem, Officer? Tut mir leid, Deputy Haywood, aber wir haben schon seit Längerem mit Kaylas Geisteskrankheit zu kämpfen. Ja, aber es gab ein Video... Gefälscht. Wie alles in Ihrer Show. Ehrlich, ich hätte mehr Professionalität von dir erwartet, Josh. Entschuldigen Sie die Störung. Wir werden jetzt wieder gehen. Nein. Nein, nein, nein. Komm her, Joey, komm schon. Nein. Ich will mit Kayla gehen. Er will mitkommen. Na los! Komm einfach mit. Es ist egal, was er will. Er gehört zu mir. Was bist du bloß? Geh auf dein Zimmer. Nein, ich gehe auf gar keinen Fall irgendwohin, kapiert? Ich bin dein Vater und du wirst jetzt das tun, was ich dir sage. Du willst sie einfach gehen lassen? Ja, ganz ehrlich, ich denke, das wäre jetzt das Beste. Ihr habt mich mit eurer kleinen Freakshow gerade echt dumm aussehen lassen. Ich glaub's einfach nicht. Im Grunde sollte ich euch festnehmen, nein, weil ihr einfach siehst ja nicht mal, was direkt vor deinen Augen passiert. Ja, weißt du, was ich sehe? Ich sehe, was ihr diesem Mädchen antut. Okay? Ich hatte mehr von euch erwartet. Wie jetzt? Da kam dir nichts verdächtig vor, Deputy? Josh, wie geht's dem Sheriff? Weißt du was, Zack? Ich hab für sowas keine Zeit. Wir brauchen ihn. Alter, das reicht viel weiter. Da kann uns der Sheriff auch nicht mehr helfen. Wir müssen Joey rausholen. Gut. Wir werden unsere Eltern holen. Dann holen wir Joey. Und dann laden wir die Videos hoch. Wenn die Leute sehen, was hier los ist, schicken sie Hilfe. Und dann verschwinden wir von hier.
Wir holen ihn. Komm. Merkwürdig. Ich versuche, meine Videos hochzuladen, aber ich habe immer noch keinen Empfang. Randy, was ist mit dir? Nichts. Und du? Weißt du was? Randy und ich gehen da allein rein. Wie ihr wollt. Ich versuche, deine Mom zu finden. Danke. Arbeitet sonst auch jemand in der Scheune? Nein. Dad! Dad! Da sind meine Jungs, ja. Wo ist Mom? Wir sollten sofort aus der Stadt verschwinden. Hier läuft was Merkwürdiges. Zack, was redest du denn da für einen Blödsinn? Oh Gott. Wo ist Mom? Sei unbesorgt, alles ist gut. Was hast du mit Mom gemacht? Das ist nicht dein Dad. Komm schon, wir müssen hier weg. Was soll das werden? Wartet! Nein, nein, nein! Wartet! Nein! Nein! Was war das? Sind das diese Dinger? Ah! Scheiße! Wir finden die. Alter, leuchte dahin. Wer ist da? Mom? Alles okay? Ich glaube, etwas hat mich gebissen. Und ist alles okay? Oh, Scheiße. Wo ist es hin? Keine Ahnung. Randy, sei vorsichtig. Zack? Was? Was ist denn? Was zur Hölle?
Mom? Nein, Mom! Mom! Lass sie in Ruhe! War nicht ich? Ich musste es töten. Zack? Los, kommt, Leute, wir müssen weg. Sie kommen zurück, weg hier. Los, gehen wir. Beeilt euch! Okay, komm. Verdammt! Dahinter! Wir müssen hier weg. Zack, wir müssen weiter, hörst du? Wissen wir, dass er es ist? Das wissen wir. Nicht mit Sicherheit, aber was bleibt uns übrig? Du hast echt ein beschissenes Pokerface, Randy. Was hattest du damit vor? Hm? Ja. Kommt rein. Wir wissen, wir gehören nicht zu denen, aber... Na gut. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Ja. Eins von den Dingern hat mich gebissen. Aber ich habe die Augen offen gehalten. Und wir werden es mitnehmen müssen. Was? Wieso? Ihr filmt doch weiter, oder? Ja.
Also bringen wir dieses Ding und euer Video zum FBI. Dann bewegen die ihre Ärsche ganz sicher. Ja. Hey, tut mir leid. Ich hätte euch wirklich glauben sollen. Was zur Hölle sind das für Dinger? Ich weiß es nicht. Glaubt ihr, es sind Außerirdische? Was wir wissen, ist Folgendes. Erst beißen sie dich. Dann verwandeln sie sich in dich. Aber nicht sofort. Sie sind sowas wie eine Kopie. Und sie verhalten sich wie Tiere. Tja, und dann... Dann... Naja, vielleicht beißen sie dich, weil sie so deine DNA kriegen. Und dann klonen sie dich. Aber der Klon hat keine der ursprünglichen Erinnerungen. Deswegen muss er dich finden und sie sich nehmen. Da draußen ist jemand. Was? Was meinst du? Runter, runter! Was zur Hölle ist das? Das Ding ruft Verstärkung. Lasst uns von hier verschwinden. Randy, weg vom Fenster! Ja! Scheiße! Es sind so viele! Sie umstellen uns! Oh, Scheiße! Wow.
diesem Planeten wollt ihr ausgerechnet dieses Kaff übernehmen, ja? Gott, was seid ihr für Idioten! Aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben! Na los, bewegt euch! Hier lang! Mehr habt ihr nicht drauf! Ihr Weicheier! Hier geht's lang! Denkt ihr, ihr kriegt mich? Weg, wir müssen weg, wir müssen weg, komm schon! Geht's gut. Sie blockieren hier draußen immer noch den Empfang. Beim Laden meiner Mom steht ein Lieferwagen. Wie wär's, wenn wir uns den holen, danach Joey und von hier verschwinden? In Springfield haben wir sicher Empfang. Wir können das Video da hochladen. Ja. Hey, warte, Kayla. Langsam.
Schlüssel liegt unter dem Blumentopf. Und der Autoschlüssel liegt drin im Tresen unter der Kasse. Okay. Alles klar. Nein, nein, nein. Nein, nein. Alles ist gut, Tyler. Du wirst nur ein ganz kleines Stechen spüren. Okay. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Und jetzt liebe ich dich sogar noch mehr. Nein!
Joey. Joey konnte fliehen. Das ist toll. Ich habe ihm gesagt, er soll zur Hütte laufen. Er schafft das. Wir schnappen ihn uns und dann verschwinden wir. Oh Gott, du wurdest gebissen. Nein, 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 nein. Wenn dieses Ding mich ersetzt, wird es dann meine Gefühle haben. Dass meine Erinnerungen haben. Wird es wissen, wer du bist? So darfst du nicht denken, Kayla. Weil wir es schaffen werden. Nein, es wird mich finden, so wie es Randy gefunden hat. Wir werden es schaffen. Wir werden uns Hilfe holen. Wir haben doch alles auf dem Handy aufgezeichnet. Nein, aber Zack, du wurdest gebissen. Wir müssen es finden. Lass uns zur Hütte fahren und Joey abholen. Runter! Scheiße. Los, runter! Komm hier nicht weg. Zack, wir müssen Joey holen. Das geht nicht. Tut mir leid. Denn wenn sich das weiter ausbreitet, gibt es bald niemanden mehr, den wir um Hilfe bitten können. Wir müssen es nur bis zur Sendestation schaffen. Wenn wir dahin kommen, laden wir unsere Videos direkt auf die Backbone-Server hoch. Alle werden sie sehen, weil sie das nicht blockieren können. Auf die Art verbreiten wir die Nachricht.
jetzt. Verschwinden wir. Hallo, Zack. Randy. Ich dachte mir, dass du hier bist. Wir waren hier immer angeln. Das weißt du doch noch. Ja. Habe ich nicht vergessen. Wir haben nie etwas gefangen. Warum haben wir es gemacht? Weil es uns nie darum ging, etwas zu fangen. Genau. Wo ist Kayla? Wir wurden getrennt. Klar. Kayla kannte sich im Wald nie so gut aus wie wir. Nicht wahr? Gemeinsam finden wir sie. Genau wie damals. Ja, genau wie damals. Wir haben alles zu zweit erlebt, nicht wahr? Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Sieh mich an. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Okay, sofort. Komm schon. Komm schon, beeil dich. Wir schaffen es bis zu dieser Tür. Bist du soweit? Los geht's. Okay. Aus einem dieser Büros hochladen? Nein, wir müssen zu einem der Hauptterminals. Die Serverfarm ist rechts. Okay.
ist es. Videos von diesem Handy bereit. Ja, okay. Kopier die Videos auf das Terminal. Okay. Wo laden wir es hoch? YouTube, Facebook, Vimeo? Einfach überall. Okay. Such Videos raus, in denen du sprichst. Okay. Hey, Zack. Hey. Da kann man nicht. Ich hab was. Tja, so läuft das bei uns. Kommt euch vielleicht merkwürdig vor, aber genau deswegen. Vertraust du mir? Ja. Warte. Du musst tief Luft holen, okay? Ja, das ist echt schlau. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du das hinbekommst. Eigentlich bist du doch sonst eher weniger schlau. Oh.
bin, also gut, okay, los geht's. Wer bin ich? Wer bin ich? Joey. Das ist völlig unmöglich. Sie sind überall. Wir waren nicht die erste Stadt. Wir waren die letzte. Pastor Greg? Kann ich euch irgendwie helfen?
gotta see through. I'm looking for your killer. Started as love, turned to something unfamiliar. My heart tells me I find the answer. I'm looking for your killer, but I haven't found one yet. Darling, there's nothing you did. Maybe I was wrong, but that doesn't change.